Heute ist Samstag, Ostersamstag. Wir haben jetzt 8:30 Uhr. Ich bin noch voll müde irgendwie. Haben gestern Nacht noch einen Film geguckt auf Maxdome. Zwei Filme, da kam neu bei Maxdome raus: Highway to Hellas. Den wollte ich gucken, aber den fand ich jetzt nicht so besonders. Ich mag den Schauspieler auch nicht so, diesen Maria. Wie heißt der? Weißt du, wen ich meine? Hier von Highway to Hellas. Diesen Comedian. Und dann habe ich noch Gravity geguckt. Der kommt auch bald. Oh. Ins Fernsehen. Oh, ich habe so Pickel heute. Ja, heute schönes Wetter. Ich habe hier irgendwas. Keine Ahnung. Ich wollte noch meine Haare heute färben, weil die sind total... Ja, das Rot ist verblasst und mein Ansatz ist zu sehen. Nur mit diesem Rot, da klappt das nicht mit dem Ansatz. Dann kann ich mit diesem Rot nicht färben. Dann muss ich die erstmal blondieren und dann mit dem Rot drüber. Aber da habe ich irgendwie keine Lust zu. Deswegen mache ich mir einfach jetzt nur das Rot drüber und gut ist. Ja, gestern war Karfreitag. Mir war so langweilig gestern. Ich hasse das, wenn alles geschlossen hat und ich nichts zu tun habe, weil so YouTube-mäßig hatte ich auch nichts zu tun und ich wollte auch den Tag mit meiner Familie verbringen. Und es hat geregnet den ganzen Tag und uns war so langweilig. Wir wollten jetzt auch irgendwie nicht ins Legoland gehen oder ins Sea Life, weil wir wussten, es wird voll sein. Deswegen sind wir zu Hause geblieben und dann um 17 Uhr sind wir zum Chinesen. Wir waren bei einem anderen Chinesen, einem neuen, und das war mega, mega lecker. War zwar 2 Euro teurer, aber es hat richtig geschmeckt und ich habe zum ersten Mal richtig leckeres Sushi gegessen. Ja, war auf jeden Fall sehr lecker. Da haben wir den Abend verbracht und dann waren wir zu Hause. Alexander ist dann direkt schlafen gegangen und wir haben dann noch auf Maxdome Filme geguckt. Ja, so haben wir unseren Karfreitag verbracht. Heute, wie gesagt, mal schauen, irgendwo hin. Und dann noch 2 Tage frei. Boah, so lange, ey. Boah, ich kann nicht. Ich bin irgendwie total unterfordert. Na gut, dann will ich hier mal aufstehen und mal in den Tag starten. Wir sehen uns einfach später. So, jetzt habe ich mir gerade die Haare gefärbt, beziehungsweise ich habe die Farbe noch drauf und habe eine Waschmaschine angemacht und jetzt werde ich hier die Wohnung putzen und bei Alexandra mal anfangen. Ein bisschen am Umstrukturieren. Ich habe mal richtig Lust auf Frühjahrsputz und auf eine Veränderung. Alexandros Babybett kommt jetzt endlich mal weg. Und ich habe gerade gewischt, also nicht wundern, dass hier Dreck rumliegt. Ja, er kriegt jetzt bald ein neues Bett und solange schläft er in seinem Tippizelt. Müssen wir aber erstmal, warte, müssen wir die Bettwäsche erstmal dran machen, Schatz. Ja, und dann werde ich das hier mal so ein bisschen hinstellen. Das ist irgendwie für mich ein Dorn im Auge, aber Heiko will es unbedingt behalten. Ich glaube, ich setze das bei eBay Kleinanzeigen ein. Ich hasse es. Überall liegen die Bälle rum. Und dann, wer muss die wegräumen? Immer die Mama. Ne, Alexander? Ja. Ja. Schön kuschelig. Soll der Fisch da rein? Willst du Kikaninchen nicht?
Aber nicht rausschmeißen, Schatz. Leg dich hin. Ist schön gemütlich. Leg dich mal rein, Alexandro. So, ich habe jetzt, ja, ich habe es ein bisschen umgestaltet, wie ihr gesehen habt. Ja, seine Matratze ist jetzt im Tipi-Zelt vorerst, bis er ein neues Bett kriegt, ein größeres. Und ja, passt eigentlich ganz gut. Ist schön kuschelig. Ja, so sieht das jetzt aus. Und da schläft er jetzt vorerst. Jetzt habe ich das hier so, wie gesagt, das gefällt mir gar nicht, aber... So, mein kleiner Chaot hat wieder alles durcheinander gemacht. Wohnung ist jetzt blitzeblank. Okay, ein bisschen chaotisch, da ist Alexandro wieder. Aber ich habe auf jeden Fall geputzt, das Babybett kommt weg. Heiko hat hier die Wäsche aufgehangen und Spülmaschine eingeräumt. Und jetzt wollen wir zum Kaisergarten und danach noch einkaufen. So, ihr Lieben, wir sind jetzt unterwegs zum Kaisergarten. Es ist total schönes Wetter. Und wir wollen die Tiere füttern. Wie ihr sehen könnt, habe ich meine Haare gefärbt. Aber der Ansatz ist leider nichts geworden. Das wird irgendwie nichts mit diesem... Ja, Mama, Fotobe. Was? Ja, Mama, Fotobe. Ja, die Schafe, ne? Machen wir Foto gleich von. Ja, so kann man sich das jetzt auch ausmalen, ne? Ja, das meint er ja auch damit. Dann lachen, sagt man dann das. Sandro! Eure Karotten! Karotten? Karotten! Ja, Steine! Steine? Ja. Komm. Ich hab Schlüssel, ne? Hast du deine gefunden? Alexandro, gehen wir die Tiere füttern? Ja, okay. Mama mal die Tüte tragen. Du hast mal eine Taschenbohne. Alexandro, guck mal. Hallo. Wenn wir hier lang gehen, will er immer oben. Da oben lang gehen mit seinem Papa. Echt schön heute. Ich bin mit nassen Haaren jetzt raus. Boah, ich sehe nichts, die Sonne. Ich muss mal hier lang gehen. So. Bin jetzt mit nassen Haaren raus, weil der Heiko so gestresst hat. Und bestimmt erkälte ich mich. Weil es schon ein bisschen windig. Aber es ist nicht kalt. Es ist ja angenehm. Ja. Echt schön. Ich freue mich schon drauf, wenn der Frühling richtig kommt und wir auch mal hier grillen können. Wie auch, meine Lieben. So ist das, ne? Papa fängt. Papa fängt hier auch. Na, kommt. 1, 2, 3. Alexandro, komm mal hier. Komm mal zu Papa. Komm mal, komm keine her zu Papa. Angst, die haben Hunger. Die tun nichts. Guck mal. Komm mal, Mama. Wollen essen. Da, gib mir, gib mir. Ja, gib dem Baby zu essen. Ist das Eis lecker, Schatz? Wie nein? Das Paparazzi ist hier. Hast du Eis auf der Nase? Schatz, gib mal ein Taschentuch, bitte. Ja, in meiner Tasche. Musst du suchen.
Leute, heute ist Ostersonntag und ja, heute haben wir ganz chillig gefrühstückt, wie ihr gesehen habt. Guck mal, was Alexandria draufgeklebt hat. Und ich habe gestern Abend noch Low Carb Schokolade gemacht. Das Rezept findet ihr aber nicht auf meinem Kanal, sondern auf chiaguru.de. Also Low Carb Schokolade mit Chiasamen drin. Und jetzt wollte ich ein paar Muffins machen, aber keine Low Carb Muffins. Oh, das zieht. Machen wir das mal ab. Das ist keine schöne Deko. Auf jeden Fall wollte ich ein paar Muffins jetzt noch backen. Normale Muffins, also keine Low Carb Muffins. Ja, und die mache ich jetzt mal. Und heute kocht der Heiko Spaghetti Bolognese. Ja, und wir haben heute halt einfach nur einen chilligen Tag. Machen nichts Besonderes. Und jo. Wir Orthodoxen haben heute kein Ostern. Deswegen feiern wir heute auch nicht. Wir haben erst in 2 Wochen Ostern. Papas Auto. Hinten Papa Auto. Und Mamas? Da hinten Mama. Da unten? Hm? Welches Auto ist schöner? Rot. Rotes Auto gefällt dir? Go, 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 go. Go, go, go. Und wie macht der Frosch? Und wie macht das Schwein? Und wie macht die Kuh? Und wie macht das Schaf? Und die Ziege? Bäh. Und wie macht die Schlange? Ja. Und wie macht der Vogel? Vogel, Vogel. So macht der Vogel. Der fliegt. Ja, so fliegt der Vogel. Und wie macht der Esel? Esel, Esel. Nee, der Esel macht I-A. I-A. I-A, I-A, I-A. Und wie macht der Affe? U-A. U-A macht der Affe. Und wie macht die Schnecke? So macht die Schnecke? Ja. Cool. Und die Ameise? Eimer. Die Ameise macht einen Eimer? Ja. Eimer, 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 da du Eimer. Alexandro, wie macht die Fliege? Die fliegt, ne, die Fliege. Und wie macht die Polizei? Tschüss, da. Hallo, hallo. Hi ihr Lieben, ich bin gerade nach Hause gekommen. Ich war im Kino mit Freundinnen und habe Fat Big Greek Wedding geguckt. Und es war echt mega witzig und ich als Griechin musste es ja gucken, ne? Papa? Ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Wir haben heute Zeitumstellung. Heute ist der 27. Nee, gestern hatten wir schon Zeitumstellung. Sonntag, heute ist Montag, Ostermontag.
Wir haben heute eigentlich einen schönen Tag verbracht, weil es geregnet hat. War nicht draußen, es hat die ganze Zeit geregnet und gestürmt draußen. Ja, außer ich war ja gerade im Kino, wie gesagt. Und schaut mal, wir sehen gerade einen wunderschönen Regenbogen. Vor unserem Fenster, genau, ein Regenbogen, voll schön, aber der verschwindet gerade schon. Vorhin sah man den besser, es waren sogar zwei Stück. Einer hier und einer hier. Ja, wie gesagt, ich war im Kino und ab und zu braucht man das als Mama, ne? Mal so ein bisschen wegzugehen. Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen faul geworden in letzter Zeit. Ich habe nicht so viel Lust halt oft wegzugehen, weil durch den Vollzeitjob und dann noch mit dem Kleinen, man will ja auch ein bisschen was vom Kleinen haben. Und ich bin richtig voll geworden. Also ich habe so, ich habe schon Lust rauszugehen, wegzugehen mit Freunden und mit Heiko auch gerne. Aber wenn ich dann so überlege, oh mein Gott, ich muss mich jetzt noch fertig machen und schminken und alles und dann noch hinfahren, dann vergeht mir irgendwie total schnell die Lust und dann bleibe ich doch zu Hause. Ja. Ich finde es cool, dass es noch hell ist mit der Zeitumstellung, dass es immer noch hell ist draußen. Also das hat irgendwie was Frühlingshaftes, Sommerliches. Jetzt fehlt nur noch das schöne Wetter. Ja, ich habe Hunger. Wir gucken mal, vielleicht bestellen wir gleich was. Genau, heute Vormittag habe ich noch unseren Buggy verkauft. Den haben wir nicht mehr gebraucht. Alexandro fährt jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr im Buggy. Der fährt ja immer entweder mit seinem Pucki oder jetzt mit seinem Fahrrad. Und dann haben wir den bei eBay Kleinanzeigen reingestellt. Genauso wie sein Bett. Die Wickelkommode. Die kommt auch weg. Und ein paar Spielsachen kommen auch noch weg, mit denen er nicht mehr spielt. Ja, meine Lieben. Ab morgen geht es wieder los. 9 Uhr Schichten. Bis Donnerstag und am Freitag ist Alexandros erster Kindergartentag. Kindergartenplatz, würde ich schon sagen. Kindergartentag. Dann müssen wir um 7:30 fängt es an, also um 7:30 müssen wir da sein. Dann muss ich schon recht früh aufstehen und dann habe ich auch noch Spätschicht. Das wird, ich weiß nicht, wie ich die Woche überstehen werde. Also von Freitag bis Freitag eine Woche lang ist ja Eingewöhnung und ich wollte nicht, dass die Tagesmama das macht, sondern ich. Und ich bin gespannt, wie ich das überstehen werde. Also von, weiß ich nicht, 6 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr im Kindergarten sein bis 12 Uhr, dann bringe ich ihn zur Tagesmutter und dann um 13:30 muss ich auch schon auf der Arbeit sein, bis 21:45 abends. Ja, und dann halt nach Hause fahren. Dann bin ich erst gegen 11 Uhr zu Hause, sehe Alexandro dann auch nicht, weil er ja dann schläft. Naja, eine Woche muss ich das durchstehen. Ich bin eine Mama, ich bin stark und ja, man kann sich ändern, so ist das halt.
Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag und die Arbeit geht wieder los. Und heute ist mega schönes Wetter. Ich habe mich aber heute nicht geschminkt, wie ihr sehen könnt, weil mein Heuschnupfen wieder angefangen hat und meine Augen die jucken sehr. Und wenn ich mich schminke, ich weiß nicht, ich muss die ganze Zeit kratzen und dann sehe ich ganz schlimm aus. Und ich muss mal morgen zum Arzt und deswegen habe ich mich jetzt heute mal nicht geschminkt. Ja, was ich euch noch zeigen wollte, bevor ich gehe, immer morgens, wenn ich mich fertig mache, mache ich eine App an und kann da gratis Musik hören. Die ist echt cool und die wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen, denn da braucht ihr auch nichts zu zahlen. Kleinen Moment, ich drehe euch mal eben um. So, das ist jetzt mein Handybildschirm. Immer noch kaputt, ne? Weil Alexander ja mein Display kaputt gemacht hat und ich immer noch nicht dazu gekommen bin, mir ein neues Display drauf zu machen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Lust drauf habt, dass ich euch so ein What's on my phone Video drehe, was ich so alles an Apps da habe. Das ist nicht alles, ich habe noch mehr. Ja, auf jeden Fall schafft das mein Zoom. Da, genau. Jetzt bloß nicht viel bewegen. Das ist die App. Klangkojoten heißt sie. Da klickt man einfach. Oh mein Gott, mein Display sieht so schlimm aus, Leute. So, dann erscheint das Logo von den Klangkojoten. Dann klickt man drauf. Und dann fängt es auch schon an mit Musik. Ich mache das jetzt was leiser, weil ich weiß nicht, wie das mit den Lizenzen ist. Und darunter seht ihr direkt das Album. Wer das singt und wie das Lied heißt und dann kann man das googeln und sich, ich denke mal, im Internet vielleicht mal runterladen. Ja, auf jeden Fall sind das Bands ohne Plattenvertrag und die gibt es hier dann bei den Klangkojoten zu hören und das finde ich eine mega tolle Sache, weil ihr wisst, Sache. Ihr wisst, ich bin auch Musikerin und ich unterstütze sowas sehr, sehr gerne, denn heutzutage ist es wirklich sehr schwer, einen Plattenvertrag zu kriegen, auch wenn man ein guter Musiker ist. Und es ist halt alles sehr, sehr schwer und hierüber könnt ihr kostenlose Musik hören und dabei noch ein bisschen die Musiker unterstützen, die keinen Plattenvertrag haben. Also Klangkojotenfall über den App Store reingehen, Klangkojoten eingeben, aber ich verlinke euch das nochmal unten in der Infobox und dann könnt ihr auch kostenlos Musik hören. So, dann wollen wir mal, Alexander muss ich jetzt auch noch zur Tagesmutter bringen. Ich habe mir immer hier an der Tür einen Zettel hingehangen, Essen mitnehmen, weil sonst vergesse ich immer mein Essen im Kühlschrank. So, Alexander ist jetzt noch am Spiel, wir müssen jetzt noch die Schuhe anziehen. Die Schuhe habe ich draußen. Nehmen wir schon mal die Tasche mit. Oh, so. Oh nein, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Scheiße. Das kann jetzt nicht wahr sein, ne? Ich habe gerade ein Riesenproblem. Ich bin eingesperrt. Und meine Schlüssel... Oh nee, das kann... Scheiße, was mache ich denn jetzt? Ich muss zur Arbeit. Oh, ich krieg die Krise, Heiko. Ey, was macht der für eine Scheiße? Warum schließt der mich ab? Ey. Oh nee, wie komme ich denn jetzt raus? Ich habe die Schlüssel nicht da. Oh, Scheiße, ich krieg einen Anfall jetzt. Oh nein, ich habe gestern... Moment. Ich habe gestern meine Schlüssel. Ich kriege einen Anfall. Wie soll ich denn jetzt raus? Ich muss ganz, ganz schnell machen, weil ich muss in 45 Minuten auf der Arbeit sein. Ich habe gestern meine Schlüssel, weil meine Mama kommt heute um 11 Uhr und will auf den Kleinen aufpassen. Und damit sie reinkommt, die Tagesmutter bringt ihn hier hin. Und damit sie reinkommt, habe ich die Schlüssel unter der Fußmatte gelegt draußen, damit ich die heute nicht vergesse. Und jetzt hat mich der Heiko abgeschlossen. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich rauskommen soll. Ich habe keine Schlüssel. Ey, ich krieg gerade einen Anfall. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ey, ich muss zur Arbeit. Oh, Leute, ich muss das jetzt eben klären.